Hallo meine Rambas, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Warships. Ja, und ich muss auch mal wieder meine Zerstörer weiterfahren und natürlich packe ich da meinen aktuell höchsten aus bei den Japanern, und zwar die Mutsuki. Man sieht, ich habe 49.000 XP drauf gefahren und brauche noch, ja, nicht mehr viel, 14.000 von dem her. Also dementsprechend wichtig, hier die mal 2 einzufahren. Am besten für die Runde, würde ich sagen. Gibt es auch noch eine Flagge spendiert. Oder ein Signal. Zack. Und jetzt sind wir gerüstet und hoffen doch, dass es in der Runde klappen wird. So, und jetzt sind wir hier im Ladescreen und sehen, wir sind hier mit unserem 6er Top-Tier. Das ist schön. Das nehme ich gerne an. Dieses kleine Präsent sozusagen. Natürlich schön auch für unsere 10 Kilometer Reichweite behafteten Torpedos. Da habe ich mich jetzt gerade noch gut rausgeredet mit dem behafteten, muss ich sagen. Wir fahren mal Richtung Front. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir hier für Angst und Schrecken sorgen können. Ich finde nach wie vor beeindruckend, wie klein so ein Zerstörer hier im Spiel wirkt und in echt, wenn man ihn dann mal so vor sich hat, wie groß so ein Schiff dann doch ist. Hatte ja ein Glück, oder das Glück in Chatham, auf so einem mal ein bisschen rumlaufen zu dürfen. Und das ist, wie gesagt, einfach ganz, ganz, ganz spannend. So, da ist schon die erste Ober. Noch habe ich ein Nachladezeitthema. Da schicken wir noch mal die ersten ab. In einem kleinen Fächer. Aber ihr seht auch, die Ober, die dreht schon bei. Also die wird definitiv keinen der Torpedos treffen. Leider. Irgendwie. Warum schießen die alle nicht? Kurios. Nee, der. Hätte mir gehofft, so als aus Glück heraus, vielleicht da die Königsberg zu treffen. Aber nee, die ist da auch definitiv auf dem falschen Weg gewesen. So. Einen breiten Fächer und einen, der nochmal etwas enger geschlossen ist. Die Frage kommt immer wieder, wie ich das mache. Ist ganz einfach, nochmal die gleiche Taste drücken, also in dem Fall die 3. Dann könnt ihr wählen zwischen den Fächermöglichkeiten. So, auch die New Mexico. Gefühlt. Na, schauen wir einfach mal, was sie machen. Der Nachteil eben dieser Torpedos, dass sie nicht so schnell sind. Aber in der Tendenz kommen sie gar nicht schlecht. Wir bleiben da jetzt einfach mal drauf. Wie gesagt, ich würde ja gerne ein, zwei im Ziel sehen. Aber es wird wohl nur einer. Aber wenigstens einer ist keiner. Oder, naja, in dem Fall, einer ist besser als keiner. Und dementsprechend drehen wir bei und fahren wieder in die gleiche Richtung. Natürlich der New Mexico. Als andere sind einfach keine schönen Ziele. Und da auch, dass die New Mexico so geradeaus fährt, kriegt sie einfach mal zwei direkt nochmal so drauf. Weil die bleibt am Kartenrand. Also von dem her, wenn sie sich nicht großartig da
jetzt auslässt, könnten die gar nicht so schlecht kommen. Orientiert sich da zumindest sehr stark weiterhin am Kartenrand. The enemy team has taken the lead. So. Das gegnerische Team hat erst ein einziges Schiff verloren. Wir allerdings schon vier. Aber da trifft doch der erste und der zweite. Also wenigstens das Kartenranfahren wird hier für die New Mexico nicht belohnt. Ja, ich fahre ja schon zurück aufs Schlachtfeld. So, und da haben wir die ersten. Und da ist jetzt die Farragut. Auf die gehe ich jetzt auch gleich mal drauf. Weil jetzt müssen wir mal langsam Gas geben. Um hier unser Team noch in die Spur zu führen. So, dann, wenn der Rauch anmachen kann, kann ich das auch. Die Torpedos, die kamen leider diesmal nicht an, da er sich jetzt von seiner Route mal so ein bisschen entfernt. Nach wie vor die Frage, wo ist der Rest? Besonders natürlich eben die Farragut. So, da oben noch ein Flugzeug in der Luft. Da mal gerade den nächsten Verlust hinnehmen müssen. So. So, jetzt muss ich aufpassen. Aber er hat gut abgebremst, muss man ihm lassen. Sehr gut. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht der Nächste bin, der ein Schicksal zu genießen hat mit Torpedos. Jetzt werde ich aber mich da mal richten. Ja, wusste ich es doch, dass die da gleich auftauchen müssen. So, jetzt nimmt der erste der C ein, das ist sehr gut und sehr wichtig. So, und da die Königsberg. Dreht wie bei. Na, weißt du noch, ist du noch so ein bisschen unschlüssig, was er macht scheinbar. So, und ich will eigentlich noch nicht aufgehen. Ich will ihn noch nicht meine Position in der Form stark verraten. Da könnte schon ein Torpedo-Guter funktionieren. Der links vielleicht noch. Aber nee, der schaut nicht gut aus. Leider, leider. Ich muss jetzt hier
langsam vorstellig werden. Ja, der fährt jetzt geradeaus, ganz stupide. Na, jetzt bin ich offen. Also von dem her, jetzt schießen wir mal, was das Zeug hält. Engine Boost deactivated. Nee, aber ich... Oh, ich hab da... ein bisschen... Wow, wow, wow. Warum kann denn da nicht mal einer treffen? So, jetzt wäre das Ziel die New Mexico. Ich bin hier eh daueroffen. Jetzt kann ich machen, was ich will. Und jetzt fahre ich so, dass die New Mexico möglichst wenig von meiner Silhouette hat. So. Und immer schön drauf. Nein! War in der Tendenz eine vernünftig laufende Runde und ich hätte zumindest die New Mexico gerne noch mitgenommen. Aber ja, hat nicht sollen sein. Mal schauen, was die Cleveland hier noch macht. Aber die Tickets laufen natürlich auch unerbittlich runter. Schade, ich hatte so viel Spaß mit New Mexico. Da hätte ich mir eigentlich gerne mich noch selbst belohnt mit der Zerstörung. Aber da bin ich einfach durch das Abdrehen oder durch den einen Schuss. Ich dachte, er hätte schon seine Ladung verballert, aber hat dann doch nicht gereicht. So, 12 Zieltreffer, 3 Zieltreffer und ein Wassereinbruch hat mir den mittleren Platz oder das obere Drittel effektiv knapp über 30.000 Schaden. Naja, gibt bessere Runden, gibt schlechtere Runden. Man hat gesehen, was kann man machen. Mutsuki, wo ist Vor-, wo ist Nachteil? 10 Kilometer sind sehr schön, aber halt sehr langsam fließende Torpedos. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.